zusammen, hier ist wieder Ben und wir befinden uns immer noch bei Resident Evil hier in diesem Raum, wo wir die Röntgenbilder das letzte Mal gefunden haben. Ja, wir sind jetzt hier auch in dem 23. Part und ja, wir nähern uns langsam wirklich dem großen Finale. Und ich möchte nochmal hier dieses Bild ansehen, denn wir haben ja das letzte Mal in dem Brief erfahren, dass es noch ein weiteres Passwort gibt, das er dann in den Röntgenbildern versteckt hat. Und wenn wir uns nochmal hier die Sachen angucken, zum Beispiel diese hier, dann sieht man, dass da gewisse Teile rot markiert sind. Und wenn die sind halt nur rot markiert, wenn man sie richtig hinlegt. Und als erstes sieht man auf dem ersten Bild, dass da unten dieses Stück, dieses Kolon abgebildet ist. Und ja, dann, ich zeige das jetzt einmal hier, welche Bilder nacheinander abgebildet sind. Ja, da sehen wir dann hier, wo es dann den Magen, Stomach, Lunge und sowas ist. Und wenn man dann die Anfangsbuchstaben dieser Organe nimmt, dann fängt das mit einem C an von dem Colon. Dann geht es weiter von den Esophagus, also diesem Rachen oder was das ist, der Speiseröhre. Das ist sozusagen das E. Und dann ist Liver und Lungs. Ja, und das sind zweimal ein L. Und wenn man dieses dann hintereinander stellt, dann erhält man das Wort Cell. Und das ist ja das englische Wort für Zelle. Und das sollten wir uns mal merken für später. Und ebenfalls sollten wir uns noch merken, dass wir John und Ada als Benutzernamen und Passwort benutzen können, um uns halt in den Terminal einzuhacken bzw. einzuschreiben. Deswegen gehen wir hier erstmal wieder raus. Denn wir müssen jetzt langsam mal den Terminal finden. Ich weiß aber, dass es hier noch einen Raum gab, in dem wir noch nicht waren. Und da werden wir uns jetzt hinbewegen. Und der Crimson Head liegt hier schon. Ja, so lange hat es gedauert. Wir haben einfach nur einmal den Raum verlassen. Sind wieder reingegangen. Und jetzt ist er auch wieder da. Ich glaube, das ist dieser Raum, in den wir rein können. Ja, das ist ja ganz genau. Okay, wir schauen uns um, was wir hier drin haben. Hier sind zwei ziemlich große Fenster, wo man oben durchgucken kann und die Türen sehen auch nicht mehr so gut aus. Ist halt alles schon ein bisschen älter hier. Man sind halt, na, 30, 40 Jahre hier schon vergangen, seitdem diese Einrichtung eingerichtet wurde. Und hier bewegt sich irgendwas. Auf jeden Fall haben wir hier Magnum-Munition, das ist sehr schön. Diese Magnum-Munition nehme ich sehr gerne mit, denn wir haben ja die Waffe auch gerade ausgerüstet und können dadurch dann richtig reinhauen. Ein Teil einer Leiche liegt auf dem OP-Tisch. Ist ja was ganz Leckeres. Und hier ist auch noch eine Reihe von LCD-Bildschirmen. Okay, aber die zeigen nichts mehr an. Was haben wir denn noch hier? Vielleicht hier noch irgendwas auf dem Tisch. Hier haben wir ein weiteres Buch. Notiz eines Forschers. V-Act. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Mutagen das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesen Wesen den Namen V-Acts gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Okay, das heißt, es gibt hier irgendwas Mieses. Und wir sind im Keller vom rückwärtigen Friedhof. Wird es aufbewahrt? Ich weiß gar nicht, ob das hier sogar ist, wo wir sind. Naja, auf jeden Fall ist es nicht so schön, sag ich mal. Hier haben wir den Computer, in dem wir uns einloggen können. Und wir wissen ja, dass wir den Namen, warte, als Login-Namen John eingeben müssen. John. Ja. Und als Passwort Ada. Ey, da.
So, das sollte es sein. Okay, jetzt haben wir Access. Und der, ja, Zugang wurde uns gewährt. Und wir können jetzt irgendwas hier machen. Okay, hier müssen wir das Passwort eingeben, weil das war für diesen zweiten Keller, Floor. Und ich glaube, das ist jetzt das Passwort Cell. Wir gucken einmal. Ja, tatsächlich. War also da tatsächlich richtig, was wir uns hier erarbeitet haben. Das heißt, wir haben jetzt da oben diesen Raum, wo wir mit der Treppe vorbeigegangen sind, geöffnet und können dort jetzt hinein. Sehr schön. Okay, und auch ebenfalls können wir jetzt in den Raum im dritten Untergeschoss reingehen. Und das ist... Oh Gott, welcher Raum ist das denn? Da waren wir ja noch gar nicht. Also mir kommt da zumindest jetzt nicht bekannt vor, oder wo dieser sein könnte. Naja, gut, müssen wir erstmal sehen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Dinger geöffnet. Die Verschlüsse. Das heißt, wir können jetzt erstmal hinein in die Türen. Und jetzt wollen wir uns aber auch nochmal hier umsehen, was wir hier denn noch weiter haben. Wir haben hier ein... Ach, das sieht ja hier richtig nett aus. Da hängen irgendwelche, ja, Leichen oder irgendwelche Versuchsobjekte, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier eine Reihe von Chemikalien, die sie noch nie gesehen haben. Und etwas blitzen tut hier auch noch in dem Regal. Und zwar ist es ein Erste-Hilfe-Kasten, den wir mitnehmen können. Aber ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, ob wir den wirklich brauchen, ob wir den wirklich mitnehmen sollten. Aber wir gehen ja sowieso gleich nochmal nach oben, denn wir haben ja die Tür oben geöffnet. Deswegen können wir das erstmal mitnehmen. Und wir untersuchen den einmal kurz. Was haben wir denn drinne? Wir haben eine Krautmischung drinne. Und zwar ganz genau ein grünes Kraut. Nicht der Burner. Aber immerhin. Okay, und ein Batteriepack, das wir mitnehmen können. Und diese ganzen creepy Viecher hier, die, ja, die stören mich ein bisschen. Die Leichen sind gefroren und in Plastiksäcke verpackt. Das sieht mir nicht so geheuer aus. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich so ein bisschen Schiss, dass jetzt irgendwas passieren könnte, wenn wir zurückgehen. Naja, wir gehen erstmal weiter. Wir verlassen jetzt erstmal den Raum. Denn... Das hier ist ein bisschen sehr gruselig. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwelche Gegenstände sich hier drinnen befinden. Nein. Achso, jetzt weiß ich, welcher Raum da geöffnet hat. Da hat sich genau dieser Raum hier hat sich geöffnet. Ja. Okay, das heißt, wir können dort hinein. Aber zuerst wollen wir einmal nach oben gehen. Den anderen Raum, den können wir später noch betreten. Denn da geht es bestimmt weiter. Der obere Raum, den muss man nicht unbedingt öffnen. Den kann man öffnen. Man muss es aber nicht. Okay. Das heißt, wir gehen hier wieder raus, müssen hier einfach nur durchs Gitter treten und dann können wir auch nach oben wieder gehen. Und das letzte Mal hatten wir hier auch einen Zombie, wenn ich mich nicht ganz irre. Und den können wir jetzt eigentlich begrüßen mit unserer gut gebauten Magnum und... er ist auf jeden Fall aufgewacht und kommt runtergerannt und hat auch seine Birne verloren. Denn die Magnum haut einfach zu derbe rein. Ja gut, dass dieser Crimson Head ist also aufgestanden schon. Der andere liegt ja noch da. Den lassen wir aber auch noch weiterhin schön da liegen. Den will ich nicht aufwecken. Und wir können jetzt hier durch diese Tür gehen, um zu sehen, was wir denn hier Schönes drin haben. Hier soll ja dieser Raum sein, von dem John gesprochen hat. Dieser Archivierungsraum. Und wie wir sehen, blinkt hier einiges. Hier ist zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Spray, wie es aussieht. Nein, das lasse ich hier liegen. Das brauchen wir jetzt nicht. Okay, nee, das ist immer noch das Erste-Hilfe-Spray, was hier liegt. Und hier in der Ecke liegt noch was. Und zwar eine weitere Moduskette. Mann, hier liegen aber auch viele Moduskketten rum. Okay, hier ist ein Eingabegerät mit Passcode. Verwenden? Nein, denn wir kennen eigentlich noch gar keinen Passcode. Zumindest jetzt noch nicht. Und hier haben wir eine große Leinwand. Ja, für einen Filmprojektor. Und diesen Filme können wir uns halt ansehen mit diesen Modusketten. Und ich würde sagen, das können wir eigentlich auch gleich mal machen, nachdem wir uns hier fertig umgesehen haben. Denn hier ist noch ein bisschen Gewehrmunition. Das begrüße ich schon mal sehr. Und ein weiteres Dokument, Sicherheitsprotokolle. Ebene 1. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Kellerebene 1.
Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Kellerebene 2. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Kellerebene 3. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Rose, A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Kellerebene 4. Entwicklung des Tyrannen nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Okay, wir haben hier den Namen eben A. Wesker gelesen. Das heißt, Wesker war tatsächlich ein Forscher hier. Und damit haben wir auch eigentlich, glaube ich, schon die Schwachstelle in unserer Einheit herausgefunden. Denn Wesker arbeitet wahrscheinlich mit Umbrella zusammen. Die Sau. Naja, auf jeden Fall stehen hier auf dem Regal ein paar Videos. Und das sind Aufzeichnungen von Überwachungskameras. Okay. Hier haben wir eine ominös aussehende Wand. Die sieht sehr strange aus. Ich weiß gar nicht, wie man da hindurchkommt. Wahrscheinlich muss man den Passcode eingeben, um da durchzukommen. Deswegen müssen wir uns jetzt einmal hier nochmal auf diesem Tisch angucken, was wir hier denn für ein Gerät haben. Der Film ist eingelegt. Wollen wir ihn uns ansehen? Ja, wir sehen uns den Film an. Und zwar haben wir hier von der Umbrella Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Den MA-39 Cerberus, das sind die Hunde, die wir hier schon das ein oder andere Mal im Spiel getroffen haben. Nervige Viecher halten wirklich eine Menge Schuss aus, sind auch ziemlich resistent, machen jetzt nicht so viel Schaden, aber nervig ohne Ende. Das ist der FI-03 Neptun, der Hai, den wir im Untergrund getroffen haben. Und hier haben wir den MA-121 Hunter. Das sind diese affenähnlichen Wesen, die wirklich sehr stark sind, schnell, flink, auch springen können und einem ziemlich viel Schaden zufügen können. Und dann haben wir hier noch den T-002, den Tyran. Und der Tyrann hier, ja, das ist sozusagen die böseste Kreatur, die man hier mit dem T-Virus erschaffen konnte. Und hier sehen wir noch die bioorganische Waffenforschungsgruppe. Und wenn wir mal ganz rechts sehen auf dem Foto, da sehen wir einen alten Bekannten wieder. Er hatte auch noch immer seine Brille auf, auch die, die er hier auf hatte. Und ja, ist ein alter Bekannter. Und außerdem haben wir hier noch einen Strichcode. Aber was ist denn das für ein Strichcode eben gewesen am Ende? Den muss ich mir nochmal ansehen. Schnell mal hier durchblicken. Okay. Ja. Ja, was soll der bedeuten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Okay, das heißt, wir können hier nur spekulieren erstmal, was wir hier zu machen haben. Hier haben wir noch ein Sicherheitseingabefeld, zu dem können wir uns einmal hinbewegen. Und zwar können wir hier einen Passcode eingeben, nur ich weiß nicht, was man hier genau eingeben kann. 22222, nee, ist falsch. Gibt einen Error, nicht gut. Ja, ist gut. Irgendwo müssen wir diesen Code herkriegen. Ich weiß gar nicht, 4 Zahlen. Liegen die hier irgendwie? Sieht man hier viel Zahlen? Hier sieht man wesentlich mehr Zahlen drauf. 0623, weil das vielleicht da abgerissen ist oder so? Könnte sein, 0623. Wir können es einmal ausprobieren und wenn nicht, dann müssen wir uns halt erstmal weiter hier durchschlagen. Also, ich würde als einmal... Ah, gut, dass wir die 0 hier nicht eingeben können. dann keine Ahnung. 0, 6, 2,
2, 3, 5, so. Okay, das heißt, wir kennen den Code hier nicht, deswegen müssen wir jetzt uns erstmal wieder rausbegeben, denn hier können wir jetzt zumindest jetzt noch nicht weitermachen. Wahrscheinlich werden wir hier später nochmal hin. Und nein, das erste Hilfespray möchte ich immer noch nicht mitnehmen. Und ja, wir kommen hier nicht durch. Die Tür geht wahrscheinlich wirklich auf, wenn wir diesen Code da eingeben. Da können wir auch nichts hier noch machen oder so. Nein, den Film brauchen wir uns auch nicht nochmal ansehen. Und wir gehen jetzt wieder hier raus. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Werden wir unten die Tür einmal öffnen, in der wir uns eben einmal umgesehen haben? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, hier war ja irgendwo die Kiste, wo wir uns neu formieren konnten, wo wir Sachen ablegen konnten. Ich würde dort gerne eigentlich ein paar Sachen deponieren, nämlich diese ganzen Disketten, die wir dabei haben. Aber ich glaube, die nehme ich nochmal mit, denn die könnten ja auch noch ganz hilfreich sein. Ich weiß gar nicht, vielleicht stehen ja irgendwelche Kombinationen auf diesen Disketten drauf. Da sehen wir eine 1220. Okay, aber das ist eine Art Boot-Diskette. Die können wir hier nicht benutzen oder so. Und auf jeder steht dasselbe drauf. Das ist schlecht. Wir haben 3 Stück davon. Wir wissen nicht, wo wir sie benutzen können. Zumindest noch nicht. Deswegen gehen wir hier erstmal runter wieder. Hier in diesem Raum. Und werden dann uns in den anderen Raum, den wir geöffnet haben, umsehen. Oh, diese Musik hier. Ja, es ist schon, echt nice. Okay, wir gehen nach rechts. Und werden uns dann hier umsehen. Und wir haben ja 3 Disketten erhalten. Und mit diesen 3 Disketten, wir haben auch 3 Mo-Disks. Können wir vielleicht damit diese Tür da hinten öffnen? Könnte ja sein, dass es damit funktioniert. Dass man hier mit irgendwie, ja, mit einer Mo-Diskette hier diese Schlösser deaktivieren kann. Aber wir müssen die bestimmt an einer anderen Stelle deaktivieren, sodass wir hier durch diese Tür schreiten können. Erstmal gehen wir jetzt durch diese Tür hier. Und gucken uns an, was für Bösartigkeiten denn hier hinterlauern. Ich hoffe nicht, dass es hier irgendwelche miesen, fiesen Gegner gibt, die wirklich unheimlich nervig sind. Auf jeden Fall liegt hier Munition für den Granatwerfer. Irgendwo stöhnt ein Zombie. Irgendwo habe ich gerade einen Zombie stöhnen hören. Und hier haben wir ein Item, was aussieht wie ein Projektor oder sowas. Das heißt, wir benutzen einmal hier dieses Kraut und können uns hier diesen Dia-Filter mitnehmen. Das heißt, mit diesem Dia-Filter, den können wir wahrscheinlich oben einsetzen und können dann sehen, wie die Kombination ist, indem wir dann diese Zahlen... Ja, das kann durchaus möglich sein, dass das funktioniert. Das heißt, wir können einmal hier gucken. Ah, wir können hier sogar was abnehmen. Darin befinden sich rote Dias. Sie sind aber leer. Das ist strange. Okay. Das heißt, wir können aber hier nichts Besonderes machen. Deswegen packen wir die wieder hin. Und schauen uns hier rechts um. Aber irgendwo hat ja irgendwer gestöhnt. Halt die Backen. Du bist ja einfach erschossen hier. So, gut ist. Okay, wir haben hier irgendwas drin. Hinter diesem robusten Tür scheint etwas zu geben. Wollen wir es öffnen? Ja, wir öffnen es einfach mal. Und zwar, Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Okay. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Okay, das heißt, hier können wir irgendwas machen. Hier müssen wir wohl irgendwas nachtanken, damit das nicht, ja, damit hier wieder irgendwie Energie gibt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt hier noch irgendwas Schönes. Und zwar liegt hier ein Fax. An Säuberungsabteilung. Zu Händen Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls.
Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Als erstes werden wahrscheinlich Polizei und Stars intervenieren. Wir raten daher dringend zu Maßnahmen gegen sie. Okay, das heißt, die waren sich bewusst, was sie hier geschaffen haben. Und hier ist ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Moduskette können sie den Passcode an das System übertragen. Okay, wir haben ein paar Modusketten dabei. Wir haben zum Beispiel hier die erste. Und tatsächlich können wir damit sogar die Schlösser lösen. Das ist sehr schön. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Und wir haben auch noch eine zweite. Aber die brauchen wir jetzt nicht, angeblich. Okay. Das heißt, gibt es hier noch mehrere oder davon? Ja, wahrscheinlich gibt es hier noch mehrere dieser Apparate unten, oder? Ja, das heißt, wir müssen noch zwei weitere finden. Und mit diesen können wir dann diese Blockade dann sozusagen freischalten. Das Regal steht voller Flaschen. Sie enthalten ein Pulver, vielleicht eine Art pflanzlicher Medizin. Ja, wer weiß. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall hat das hier noch irgendwas mit sich auf. Ja. Das können wir aber nicht rausnehmen. Ein Nachtankgerät. Okay. Auf jeden Fall liegt hier immer noch irgendwas rum. Aber ein Röntgenbild und das abgebildete Skelett kann nicht ganz menschlich sein. Ja, das ist blöd. Hier liegen ein paar Brandsätze, die wir mitnehmen könnten. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, denn ich werde diese Waffen, glaube ich, gar nicht mehr in diesem Spiel benutzen, denn ich werde jetzt den Rest hier noch mit der Magnum beenden. Und das Fahrband möchte ich auch nicht haben. Deswegen gehen wir hier durch diese Tür und können uns angucken, welchen Mechanismus wir damit freigeschaltet haben. Und können dann gucken, ob wir den Schalter dann halt betätigen können. Das heißt, wir gehen hier raus, gehen hier hin und sehen, dass wir einen Hebel, ja, umschalten können. Das können wir einmal tun. Die Tür ist aber immer noch verschlossen. Das heißt, wir müssen noch zwei weitere Terminals finden, wo wir diese Modusketten einsetzen können. Das heißt, wir müssen irgendwo doch noch was machen, wo wir, ja, mitarbeiten können. Das heißt, wir müssen tatsächlich da oben doch die Dias filtern, um damit den Code zu entschlüsseln. Das heißt, wir müssen doch in diesen Raum da oben und müssen dann doch dieses Rätsel, was wir da eben hatten, lösen. Und ist halt doch nicht so optional. Ich glaube aber, dass dieser Raum da mit den Modusketten, der ist zumindest in dem originalen Teil von der PlayStation 1 optional. Denn dahinter befindet sich was, das muss man nicht freischalten, beziehungsweise man muss dort nicht hin, um es zu holen oder so. Das ist total optional. Kann man auch einfach sein lassen. Okay, wir gehen wieder hier in diesen Raum rein. Wir haben ja den Dia-Filter jetzt. Damit können wir dann hier wahrscheinlich den Film, ja, ein wenig filtern oder so und kriegen dadurch dann den Passcode, den wir dann wahrscheinlich da rechts an der Wand eintragen können. Wir gehen mal hier hin und können ihn hier einsetzen. Ja, können wir machen. Okay, und jetzt sehen wir, dass ja, die Farbe ein bisschen anders ist und wir wahrscheinlich am letzten Bild irgendeinen Code sehen. Ja, 8462. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können hier eingeben. So, 8462. Das ist jetzt aber nicht so das tolle Passwort, glaube ich. Aber naja, immerhin dient es dem Zweck. Wir haben dadurch diese Wand angehoben und können dann jetzt uns dort hinter umsehen, was wir da haben. Und zwar haben wir hier etwas auf dem Tisch liegen, das aussieht wie ein Laborschlüssel. Und diesen Laborschlüssel nehmen wir natürlich mit
Und hier ist eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneth Film ansehen. Film ansehen, ja. Und jetzt sehen wir nochmal den Film von Kenneth vom Anfang. Ja, gut. Es war jetzt nicht das schönste Bild, aber man hat, glaube ich, eindeutig erkennen können, was da passiert ist. Ja, Kenneth hat es halt zerledert, ganz am Anfang. Und ja, er wandelt nicht mehr unter uns, sagen wir so. Okay, wir können jetzt hier raus. Wir haben, glaube ich, hier jetzt alles benutzt, was wir benutzen konnten. Hier ist auch, glaube ich, nicht irgendwo noch ein Eingabegerät oder so, was wir benutzen können, damit wir die Modeskette da abspielen können. Nein, wir haben noch den Schlüssel jetzt, den wir hierfür brauchen. Und ja, können den jetzt halt benutzen, um andere Türen hier zu öffnen. Unten ist, glaube ich, noch eine Tür gewesen, die wir damit öffnen können. Doch, bevor wir da hingehen, werde ich noch einmal hier gucken, ob hier irgendwas lag. Lag hier ein Eingabegerät oder so? Ne, hier liegt nur eine Menge Müll oder so. Und ich werde jetzt noch einmal kurz zurück zu diesem Speicherraum gehen und mir die letzte Moduskette ins Inventar holen. Und dann werden wir uns hier weiter umsehen. Denn es kann ja sein, dass wir hier irgendwo die Moduskette dann gleich einsetzen können. Und ja, damit dann sozusagen uns diesen Weg ersparen, den wir dann hier zurückgehen. Ich werde jetzt also einmal hier noch rangehen, kurz auswählen, was wir hier haben und da die Moduskette nehmen. Ich werde auch jetzt die Munition für das Gewehr hier reinlegen, denn wir haben mehr als genug Magnum-Munition. Wir haben ja noch 27 Schuss oder so, was das war, und das reicht dicke, sag ich mal so, denn wir haben sie ja kaum benutzt. Wir haben sie ja nur einmal bei Lisa benutzt und können damit dann jetzt ein bisschen noch Party machen hier. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal mit den Modusketten hier wieder runter und sollten uns... Ne, wir wurden nicht angegriffen. Ich weiß gar nicht, können wir uns hier... Ja, wir können mal die hier auswählen. Wir haben da schon 8 Stück von und ich glaube, damit können wir uns mehr als genug wehren, zumindest gegen irgendwelche Zombies, die uns anfallen, und wollen dann jetzt auch hier wieder runtergehen, wo dann immer noch der Crimson Head liegt. Ich hoffe, der bleibt da noch wesentlich länger liegen. Ich möchte den nicht unbedingt hier um mich herum haben, dass er hier so ein bisschen rumflitzt. Deswegen werden wir einfach hier weitergehen, denn wir haben jetzt den Schlüssel und können damit eine dieser beiden Türen öffnen. Und ich bin mal gespannt, welche wir davon öffnen können. Vielleicht ist es ja die hier. Ja, wir können tatsächlich diese hier öffnen. Und diese können wir hier auch öffnen. Und jetzt brauchen wir den Schlüssel nicht mehr und können ihn ablegen. Das heißt, ich schaue einmal auf die Karte, was wir hier haben. Wir haben hier einen großen Raum, wo es ja nur einen Ein- und Ausgang gibt. Das heißt, wir gehen hier zuerst mal rein. Das sieht ja noch irgendwas aus. Eine Kältekammer oder so. Irgendwas ist doch hier. Hier könnte man durchkrabbeln. Und dann kommt man hier nebenan raus. Und könnte hier wieder zurückkrabbeln. Aber hier bewegt sich doch immer irgendwas. Ach so, jetzt sind wir hier in diesem Raum nebenan, wo wir sonst nicht durch konnten. Und jetzt kann man hier in ganz vielen Schächten hin und her krabbeln. Ach ja! Gottes Willen! Ja, das waren wohl diese Käfer, von dem dieser eine Brief gesprochen hatte, und mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh Gott, des Willen, warum kommen die denn hier überall? Die können ja sogar durch Schächte krabbeln. Oh Gott. Okay, hier muss man jetzt wirklich ein bisschen auf der Hut sein, und hier ist ein OP-Tisch, der voller Blut ist. Und ich werde jetzt einmal die Magnum nachladen und werde die Shotgun auswählen. Denn diese Gegner hier sind ja ein Glück mit einem Schuss erledigt. Aber wir müssen ja jetzt nicht unbedingt unsere ganze Munition verschwenden. Wir haben hier, können wir nicht durch. Das heißt, wir können hier ein bisschen uns weiter umsehen.
hier ist aber nicht weiter irgendwas Tolles. Das heißt, wir kamen eben durch diesen einen Schacht da und mit diesem Schacht kommen wir wahrscheinlich zurück in den Raum, wo wir eben waren und haben jetzt hier die Möglichkeit, ich glaube hier, ja, was haben wir hier für eine Möglichkeit? Ja, wir können hier runterspringen und sind dann, ich blicke gerade nicht durch, wo wir dann sind, auf jeden Fall haben wir hier Gewehrmunition, ja, nimm mit, meine Güte, zur Not verballern wir die halt. Okay. Ist aber nicht weiter, oder? Muss das doch noch mehr geben, als nur irgendwie so eine ein bisschen Gewehrmunition oder so, was wir haben können. Ach so, wir können hier dieses Ding nach hinten schieben. Beziehungsweise das hätten wir von der anderen Seite aufschieben können, ne? Hm. Okay, das heißt, wir können nochmal auf die andere Seite gehen. Und dann ein bisschen zu schieben. Ich weiß gar nicht, ob wir dann uns das verbaut hätten oder so. Wenn wir die andere Seite verschoben hätten. Dass wir dann da gar nicht mehr dran gekommen wären. Wir können also hier wieder runterspringen und hier uns nochmal umsehen, ob wir hier irgendwas haben. Ne, hier scheint nichts zu sein. Achso, und da hätten wir uns das wahrscheinlich dann wirklich verbaut. Hätten wir das hier hingeschoben, dann wären wir da nicht mehr angekommen. Oder wir schieben das jetzt einfach hier an die Wand und haben jetzt dadurch irgendwas freigelegt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Deswegen ist hier, glaube ich, auch nichts Tolles, was wir noch holen können. Deswegen gehen wir hier wieder in diesen Schacht rein, rutschen hier einmal durch und können dann, glaube ich, noch diesen Schacht hier benutzen. Und der führt uns auch irgendwo hin. Ich hoffe nicht in so einen Raum, wo ganz viele dieser ekelhaften Krabbelfiecher sind. Ah, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas hängt da auch an der Decke, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich möchte mal auf die Karte schauen, wo wir sind. Wir sind wieder in diesem Raum, wo wir eben waren. Aber das ist ja irgendwie hier ganz komisch. Wir gehen hier runter. Und jetzt muss ich ein bisschen hinhören, denn hier ist ein Regal voller Gegengifte. Das heißt, diese Viecher können einen auch vergiften. Und hier ist ein Übertragungsgerät für den Passcode vom Sicherheitssystem. Und mit einer Moduskette können wir hier was raufschreiben. Das heißt, wir legen eine Diskette rein und haben damit ein weiteres Schloss deaktiviert. Dadurch geht der Schalter auch runter. Und ja, eine weitere können wir, glaube ich, nicht, oder? Ne, das heißt, wir müssen noch die dritte jetzt finden. Aber eine haben wir ja noch dabei. Und ich bin zuversichtlich, dass wir noch die letzte Modusketten, ja, Einschubsloch, was auch immer, finden werden. Ich will das jetzt nicht ganz hier ranschieben. Oder will ich das doch? Okay, schieb mal ran hier. Und dann sind wir, hier ist auch wieder irgendein Gang oder so. Oder war das der Raum, wo wir eben waren? Ach nee, das ist der Eingang hier. Ja, genau, das ist der Eingang hier, tatsächlich. Hier sind wir also, ah, ja, hier haben wir angefangen, tatsächlich. Okay, das heißt, wir haben hier nur eine Moduskette gehabt und haben einen, ja, einen Schrank mit ganz viel Gegengiften. Und haben nichts weiter, was wir hier noch benutzen können. Hier oben lauf war auch nichts mehr. Nee, das heißt, wir sind hier durch mit dem Raum. Wir können uns in den nächsten Raum begeben. Okay. Das heißt, wir gehen hier wieder raus und können uns dann in den anderen Raum aufmachen. Wo ich hoffe, nichts Schlimmes lauert. Das hoffe ich zumindest. Und dann werden wir mal sehen, was wir dahinter so Schönes haben. Aber, liebe Kinder, liebe Freunde der Horrorunterhaltung. Ich mache hier einen Cut, denn das hier war der vorletzte Part und im nächsten Part sehen wir dann auch schon das große Finale hier von diesem Spiel, denn wir sind jetzt wirklich kurz vorm Ende und der nächste Part wird der finale Part sein, zumindest von dem Jill-Part und da werden wir dann auch wissen, wie dieses Spiel ausgeht, mit einem Happy End, mit einem, ja, traurigen Ende. Man weiß es nicht so genau, aber ihr könnt da auf jeden Fall gespannt sein, was ihr dann erwartet. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß hier für diesen Teil, für diesen Part. Und ja, in der nächsten Episode werden wir dann hoffentlich auch die dritte Moduskette einsetzen und werden gucken, was mit Barry ist, was mit Chris ist, was mit Wesker ist, was das mit diesem Tyrannen auf sich hat. Und es wird auf jeden Fall ein extrem spannendes Finale. Seid mit dabei und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Episode ein. Haut rein!